Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo. Wir sind hier voll wie ein Christbaum. Habe ich jetzt. Ja. Sind die hoch? Ja, okay. Dann könnte man theoretisch auch mal wieder Tränke verkaufen. 4250 probiere ich jetzt mal. Auch da drüben einmal. Jo. 4250. Die Dreier behalten wir. So. Dann schauen wir, was wir da drinnen jetzt haben. An Zeug. Und zwar Feuersteinchen. Den haben wir überhaupt noch nie verkauft, das Feuergelee. Das werden wir jetzt aber mal nachholen. Auch das gehen wir hier. Das ist überhaupt nicht viel wert, das Zeug hier. Der Stoff wissen wir nicht. Nehmen wir auch mit, nehmen wir auch mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, mit. Den Draht wissen wir auch noch nicht. Können wir auch schon mal mitnehmen. Wir haben jetzt den Dungeon geöffnet, da brauchen wir nicht mehr sparen. Ja. 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 Natürlich. Ja. Ich glaube schon, dass der jetzt auch hoch war, ne? Natürlich. Du bist auch hoch. Ja. Du sowieso. Passt. Dann bringen wir das mal an. Irgendwas war da jetzt überhaupt nichts wert, ne? Das war der, glaube ich, ne? Weg damit. So. 2000. Ich würde sagen, machen wir mal 2100. Dann das hier und das hier. Ich habe keine Ahnung, was ich hierfür verlangen darf. Ich versuche es mal mit 100. 300 ist in Ordnung. Bringen wir es mit 325. Ah, der war nichts wert. Warte mal kurz. Was tut jetzt da was wert? Ich bin verwirrt. Na, der war nichts wert. Das passt schon. Und das war. Das ist übel. So, der darf ruhig in die Sellkiste. So, der ist auch nichts wert. Achso, das ist dasselbe. Ich bin nur doof. Das ist alles. Es gibt den 10er-Stack dafür. Jo, passt. So. Den hier nochmal. Den hier und das hier. Was bist du wert? 100, wie weiß ich nicht noch. Okay. 1000 Stück habe ich schon erhöht. 3000 Stück. 2000, was hatte ich hier? So hatte ich gehabt, ne? Egal. Schauen wir einfach mal. Da unten hat noch was Platz. Und zwar hier einmal mit 300 von mir aus. Da hatten wir 325, glaube ich, gemeint. Und hier nehmen wir den Draht. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür verlangen darf. Nein. Ich würde sagen, machen wir mal einen Tausender. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann müssen wir noch, was so lustig ist, unsere Taschen hier nochmal auffüllen. Das zahlt sich hier voll aus. Ja, 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 ja. Jo. Die gehen in die Sellkiste, diese Steinchen. Feuergelee gehen wir nochmal mit. Jo. Ja. Jupp. Ah, geht nichts mehr. So, also nochmal in die Sellkiste klubschen. Warte, ich verdumme mich schon wieder, glaube ich. Der war jetzt was wert und der war jetzt nichts wert. Okay. Ist jetzt schon drin, der Stein. Was tue ich denn so blöd? So. Dann haben wir nochmal Platz. Dann nehmen wir nochmal was mit. So.
Dann würde ich sagen, machen wir mal den Laden auf. Wie schauen wir aus? Ja, schön wie immer. Passt. So. Dann machen wir mal den Laden auf. Sehr gut. Herein spazieren. Heute seit langer Zeit betreibe ich wieder mal den Laden. Und unsere liebe Kollegin hat frei. Also, mehr oder weniger. Jawohl. So, mal schauen. Boah, das ist zu teuer. Okay. Da ist dann doch wahrscheinlich übertrieben. Machen wir es. Opa, machen wir es mal so. Ui, da ist jemand verliebt. Ich habe den Draht zu billig hergegeben. Lol. Okay. Tausendes Stück, oder? Zu wenig. Ja, gut. Dankeschön. Dankeschön. Da können wir schon wieder nachlegen. Zack. 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 3000 Stück. Probieren wir es mal mit 5000. Ich habe keine Ahnung. 6000 Stück. 5000. Ja, probieren wir es mal so. Vielen Dank für den Einkauf. Räusper. Ui, das ist zu teuer. Okay. Probieren wir es mal so. Sachen gehen weg wie die warmen Semmeln. Er freut sich über das Buch. Der Trank ist immer noch zu teuer. Halt. Probieren wir es mal so. Der Trank ist weg. Gut. Halt. Bleib nicht stecken. Da ist noch was zu teuer. Das hier, ich würde sagen, machen wir mal so. Da oben würde ich sagen, machen wir mal so. 5000 ist zu wenig. Viel zu wenig. Machen wir es mit 10. Danke für den Einkauf. Boah, jetzt wird es ganz schön unübersichtlich, ne? So, ich würde sagen, hier den Fetzen. Dankeschön. Wir haben hier einen Auftrag eigentlich. Servus, was hättest du denn gern? Sporenbusch-Notiz. 3 Tage verbleibend. Jo. Können wir machen. Dankeschön. Dankeschön. So, da würde ich sagen, den hier. Dann haben wir da unten vielleicht noch was. So und so. 350 und hier. So. Danke. Der Trank ist zu teuer. Machen wir so. Dankeschön. Boah, ich komme schon mal nach mit dem Auffüllen. So, 2000. Denke ich, wird passen. Dann würde ich sagen, hier ebenfalls den hin. Das ist da immer noch zu teuer, jetzt hör auf. Ein Dieb, ich hab dich. Du Lauser. So. 6000. Da war irgendwas noch zu teuer. Dann machen wir halt so. Auch noch was zu teuer. So. Da kriegt auch jemand Zustände. Ui, noch was. Servus. Schweißkanone. Wir werden es mal probieren. Da haben wir irgendwas viel zu billig hergegeben. Danke fürs Buch kaufen. Da. Ey, das ist echt. So. Dann halt nicht. Irgendwas
Irgendwas haben wir da jetzt sehr billig hergegeben. Ich glaube, das war das hier. Für 2000. Keine Ahnung. Irgendwas mit 3000, ich weiß nicht. Servus. Modifizierte Samen. Können wir machen. So. Dann würde ich sagen, den nochmal probieren. Schön. Da drüben hat noch was Platz. So, 540. Ich würde gerne einen dritten Preis herausfinden, Herrschaftszeiten. Jetzt kann ich nicht den Trank ernsthaft noch so teuer empfinden. Dieser Vogel. So, 1800. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht angemessen. Da habe ich überhaupt keine Preisvorstellung. Ich würde mal sagen, 10.000 das Stück. Ich habe keine Ahnung. Ein Dieb. Boah. Jetzt habe ich dich. Ui, das wird zornig sogar. Okay. Da ist jemand erbost. Werden wir schnell den Preis senken. Ah, was war ich mit 5000? Ui, ja, ich komm schon. Boah, das ist Stress. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Ja. Arbeit. So. Da freut sich jemand. Da hat jemand ein Schnäppchen gemacht. Das ist echt so billig. Okay. Alter. So vielleicht. So vielleicht, ich habe keine Ahnung. Da freut sich jemand. Vielleicht ist das auch zu teuer. Ich probiere es mal so, ich habe keine Ahnung. Dankeschön. Dankeschön. Ja, da freut sich wer, das ist super. So. Jawohl, da freut sich wieder wer. Bam, 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 bam. Und? Okay, das ist traurig. Der Preis ist zu hoch. So. Oh, warte. So, waren wir schon. Ist der dann auch zu hoch? Wahrscheinlich. Der auch? Ich glaube schon, ne? Oh, danke. Jawohl! Das ist auch noch zu teuer. Meine Güte. Aha, weil die Nachfrage so niedrig ist. Okay. Dankeschön. Das war mir ein Volksfest. Schauen wir mal, was wir verdient haben. So, die Drähte haben wir viel zu billig hergegeben. 3D haben wir gefangen. 49 Kunden hatten wir. Sehr schön. Ja. Boah, fast eine Million. Geil. 967.466 haben wir verdient. Schön. Das freut mich. Feine Sache. Gut. Auftrag. Und zwar, wir brauchen Sporenbusch-Notizen, das heißt, wir müssen in den Wald tanschen. Wir müssen schauen, ob wir modifizierten Samen haben und Schweißkanone. Schweiß.
Schweißkanone. Also nicht schwitzen, sondern schweißen. So, modifiziertes Samilein. Haben wir da sowas noch? Ich meine, wir müssen sowieso in den Wald tanschen, ist es eh wurscht. Da hätten wir sowas, zwei Stück. Ja, immerhin, zwei Stück noch. Die können wir schon mal in unsere Auftragskiste legen. Und was haben wir hier? Patrouillengolem-Notiz. Okay, das ist auch voll verkehrt. Alter, da haben wir überall Zeug drin. Das ist echt übel. Ich muss... Hoppala. Ich wollte nur schnell wieder ein bisschen Ordnung und Anführungszeichen machen. Ordnung. Zack, 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 zack. Also alles wieder in unsere Hauptkiste schmeißen. Schewiki, ne? So. Dafür brauchen wir jetzt gleich wieder längere Zeit keinen Handel betreiben. Wir haben schon gemerkt, unsere Waren sind zum Teil nicht so ganz gefragt mehr. Und so haben wir schon wieder voll. Gratuliere. So. Haben wir was mitgenommen? Nein, gell? Da ist auch leer, passt. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zuerst die Aufträge schaffen. Das heißt, wir müssen noch einmal Hutriwusch in den Wald tanschen. So. Nicht schlecht. So, muss ich mal orientieren. Wo ist der Wald tanschen? Hier, glaube ich, ne? Ja, passt. Upsi. Sehr, sehr gut. Wir werden natürlich auch sofort unseren Bogen ausrüsten. Boah, mit einem Schuss. Boah, wir sind voll OP. Okay, wir sind OP. Da haben wir schon modifizierten Samen, bräuchten wir nur noch einen und dann wären wir schon wieder fertig. Aber wir müssen ja noch Notizen sammeln, also so schnell geht es ja auch wieder nicht. Ach, mit einem Schuss, das ist halt schon angenehm, ne? Da unten ist nichts, doch, da ist was. Nein, doch, oh. Dann schauen wir mal. Bah. Das geht halt schon echt lustig jetzt. Zack. Barabam. Barabam, bam, barabam. Bam, 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 barabam. So, mach hin. Jawohl. Und Sesam, öffne dich. Super. Und wir haben alle modifizierten Samen. So schnell kann es gehen. Das darf ich nur nicht verrecken. Das heißt, für den Fall, dass ich abnippel, werden wir so gleich einen Tausch wagen. So, das ist jetzt safe. Dann schauen wir hier oben weiter. So, so. Da. Ja, weg da. So, so. Sehr fein. Stroh und Dünger, glaube ich. Jawohl. Geht's hier runter? Nein. Also runtergehen tut schon, aber nichts Gescheites für uns ist da. Alter, werd hin. So, ist fein. Bam, 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 bam. Etage. Obwohl ich es eh muss, eigentlich. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam.
Tag. Nimm mit. Ah, geht nicht mehr. Oh, doch. Dam, 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 dararam. So. Passt. Tusch, tusch. Tusch, tusch. Die Gegner sind jetzt so viel einfach momentan, ne? Wir sind jetzt die Hardcore-Typen gewohnt. Und da hat man jetzt irgendwie das Gefühl, oh, ist hier nix. So. Bam, bam, bam. Der bei Rückkehr den Gegenstand in dieser Richtung, auch hier, ne? Das machen wir mal überhaupt nicht. Halt. So. Das passiert aber überhaupt nicht. Zack. Zack. Und zack. So. Zack. Ja, da darf man weiter. Zack. 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 Passt. Sonst ist da gar nichts. Zack. So, das wäre halt zumindest schön. Wenn wir... Es wäre schön, wenn wir es hinbekommen könnten. Geht's hier runter? Nein. Dass wir... wenigstens eine Notiz kriegen. Das wäre halt schon fein. Als wäre es auch gescheit, abzuhauen. Flucheffekt zerstören. In angezeigter Richtung. Was könnten wir denn da verwenden? Die Sämlinge wären super. Die Sämlinge stapeln könnten. So, das schon mal. Was ist denn nicht so viel wert? Das hier zum Beispiel. Das könnte man wegschmeißen. Was ist denn noch wenig wert? Streng gesehen die hier. Geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Da werden wir jetzt opfern, weil da haben wir 10 Stück. So. So. Der ist eigentlich auch nichts wert, ne? Weil die roten brauchen wir. Das rote Gelee. So. Tschüss. Ich fürchte, da müssen wir aus dem Dungeon gehen. Da haben wir keine Chance. Das wird doof. Da können wir uns gut hinstellen, glaube ich. Dann versäumen wir nichts. Ich glaube, da lassen wir uns rausporten. Ja, bitte. Dann können wir unsere Sachen mal in Sicherheit bringen, würde ich sagen. Und dann... schauen wir uns hier weiter um. Es ist halt ein bisschen ungut auch, ne? Bam, bam. Aber die modifizierten Samen haben wir schon mal. Das ist hervorragend. Die Notizen sind halt ein Problem. Wir müssen halt ständig in der Ebene, wo diese Viecher halt sind, müssen wir halt schauen, dass wir immer rein und raus gehen, bis wir das haben, was wir brauchen.
ist heute ein bisschen anstrengend, ne? Aber bitte, was macht man nicht alles für unsere lieben Kunden? So. Ich gehe immer zur falschen Truhe, immer. Da kann ich machen, was ich will, das wird nichts. So, passt. Dann würde ich sagen, da bei mir jetzt auch schon Mittagszeit ist und ich kochen müsste, also gekocht werde, so muss ich sagen, werden wir vielleicht den Part hier beenden. Ist ja wieder ein bisschen früher Schluss, aber wie gesagt, ich habe am Anfang irgendwo eh schon mal, also am Anfang dieser Aufnahme schon, habe ich irgendwo schon mal Überlänge, das gleicht sich dann aber super aus. Na gut, ihr Lieben. Und das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!